In dem Abschnitt ist Material für fast 10 Jahre. Das gesamte Team um Hans-Peter und Hannes Wandthoff geben ihr Bestes, um es in 8 Jahren zu schaffen. Vorarbeiter Körnungskevin ist dafür zuständig, dass die hungrige Siebanlage ständig gefüttert wird. Oh Mann, der Chef hat uns heute schon wieder extra Arbeit aufgedrückt. Eigentlich hat er zu mir gesagt, ich soll nur die Siebanlage machen und anmischen, Materialien. Und nun hat er uns auch noch 10 extra LKWs aufgebrummt für eine besondere Baustelle. Die müssen wir jetzt auch noch bedienen. Und ob das alles schaffbar ist heute, aber wir geben unser Bestes. Hoffentlich halten die Maschinen durch. Das ist das A und O. Ja, also unser heutiges Tagesziel sieht so aus. Wir haben heute 2 Baustellen, die hier mit Boden angeliefert werden. Das sind roundabout 500 Kubikmeter Z0 Boden, der hier bei uns auf die Bodenkippe kommt. Der wird mit der Raupe eingearbeitet und wird dann für die spätere Rekultivierung schon hergestellt, die Fläche. Nach einem langjährigen Genehmigungsverfahren und der Erlaubnis, den Kiesabbau zu erweitern, besteht schon der Plan, wie die Rekultivierung der abgebauten Kiesfläche auszusehen hat. Im letzten Abschnitt der Kieswerke Sieversdorf ist die Rekultivierung schon in vollen Zügen durchgesetzt worden. Wichtiger Bestandteil ist eine Teilverfüllung mit anschließender Bewaldung mit heimischen Gehölzen, die Anlegung von Kleingewässern mit amphibischen Flachwasserzonen, die ein Zuhause für Frösche, Fische, Amphibien, Wasservögeln, Insekten und sogar dem Eisvogel bieten. In den angelegten Steilhängen entstehen im Gesamten ein Eldorado und Zuhause für die gesamte heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Züge, die fahren voll. Die nehmen zum Teil F1-Material wieder mit und zum anderen Teil obere Lage. Also es gehen knapp 650 Tonnen Material heute raus. Das ist dann schon mit einem Radlader in der Verladung absoluter Kampftag. Wollen wir mal sehen, dass wir das alles schaffen. Auch das Geröll muss mit dem Dümper noch rübergefahren werden, Richtung Brechplatz. Also es gibt einiges zu tun. Wollen wir sehen, wie die Jungs heute drauf sind, ob das alles so klappt und läuft, wie wir uns das vorstellen. Und auch, dass die Maschinen durchhalten. Aber das werden wir gleich sehen. Durch den starken täglichen Gebrauch im Kiesabbau kann es natürlich auch vorkommen, dass die Technik trotz guter Wartung ausfällt. Dies hat zur Folge, dass die Materiallager nicht aufrechterhalten werden können und diese in einigen Tagen komplett leer gefahren sind. Mann, Andreas, ich glaube, wir haben hier ein Riesenproblem. Ich muss jetzt erstmal runter. Jetzt muss Kevin versuchen, so schnell wie möglich die Anlage zu stoppen, um damit einen größeren Schaden zu vermeiden. Kevin, was los? Irgendwas stimmt hier nicht. Das Band lief ganz unruhig. Okay. Mal die Rollen geguckt. Hol ich da. Hier, guck mal, die ist fest. Oh Mann, da klemmt ein Stein. Ja. Guck mal, ein Werkzeugkoffer. Jo. Durch Schulungen und jahrelange Erfahrung kennen die Mitarbeiter die gesamte Technik besser als ihre Frauen und wissen somit, worauf es ankommt. Gucken, was wir hier drin haben. Dem Raum, ne? Ja, guck mal, alles wieder frei. Super. Denn weiter, damit wir das Tagesziel noch erreichen können. Ja. Durch den aufmerksamen Mitarbeiter Körnungskevin wurde ein größerer Schaden an der Anlage vermieden.